Hallo und willkommen zurück zu Factorio Panodon. Da war ich so im Spielrausch, da ist die Aufnahme, dann hat sich nach 2 Stunden automatisch beendet. Ja, aber es geht jetzt nahtlos weiter. Das ist ein wichtiger Punkt gerade, das Balancing von unserer Destillatefabrikanlage zusammen mit dem Syngas, was von unten kommt. Und da müssen wir hier irgendwo noch einen Tank hinsetzen. Und es ist wahrscheinlich am besten, den an diese Stelle hier zu setzen, weil wir da sowieso ein Feld nach unten gehen. Ich habe gar keinen Tank gebaut, okay. Da habe ich jetzt auch keinen hingesetzt, ne? Nee. Ist egal, wird jetzt fertig. Brauchen wir sonst noch was? Erstmal nicht. Nee, dahin. Und dann, ja, darüber ist schon, also das müssen wir, das ist ja das Alte, das muss ja so bleiben. Ich überlege nur gerade, dass ich ja jetzt hier irgendwie noch an diesen Tank noch die andere Leitung setzen muss. Und wie kriege ich die denn dahin? Das ist blöd. Von da vielleicht. Da und dann da runter. Kann man machen, ja, das geht sogar. Okay, machen wir so. So, das kann direkt verbunden werden. Und genau, jetzt kann hier nämlich auch eine Pumpe an, dann macht das alles auch wieder Sinn. Die Pumpe soll nur da was reinfüllen, wenn hier maximal 50% drin ist. Oder wir sagen etwas mehr, sagen wir 70%, 21.000. Refined Syngas, kleiner 21.000. Ja, Strom willst du auch noch haben. Weiß nicht, kann ich den einfach einen höher setzen? Das geht da dann nicht. Dann machen wir das so. So, und dann kommt hier eine Leitung von unten. Nochmal eben kurz gucken. Das ist da, 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 da. Müsste da einfach dran vorbeigehen. Okay. So, wo wir aber gerade hier sind, können wir auch nochmal gucken, dass du hier auch nur dann unter bestimmten Umständen was reinpackst. Nämlich wenn genügend Destillate da sind. Wenn Kondensdestillate hoch sind, dann sollst du da was reinpacken. Also machen wir hier noch eine Pumpe hin. Dann brauchen wir hier aber eine Geschichte mit Kondensdestillat. Das ist die Frage, machen wir das, den Tank etwas oben oder machen wir den eher unten? Oben ist ganz schön weit, ne? Aber es würde halt besser passen bei der Übergabe hier. Das Schwierige ist ja, das gleichberechtigt zu verteilen, die Condensed Distillates auf die Anlagen, dass die Anlage, die es gerade nötig hat, auch was verbraucht. Und ich muss gerade überlegen, ich muss ja nicht nur, ich muss 2 Bedingungen erfüllen. Naja. Die hier sollen das kostbare, in Anführungszeichen, Condensed Distillates unter bestimmten Bedingungen verbrauchen. Da kommen wir gleich zu. Wir brauchen dann 2 vergleichende Operatoren. Kombinatoren natürlich. So.
Ja, das geht jetzt natürlich nicht. Dann gehen wir hier rüber. Das geht natürlich auch nicht, das ist blöd. Ich mache den nochmal eben kurz weg. Muss nochmal eben nachbauen. So. Und jetzt muss ich wohl oder übel hier nochmal Strommasten nachbauen. So. Damit ich das Signal vernünftig übergeben kann. Bis da, bis da, bis da kommst du. Okay. So, jetzt können wir die Kombinatoren schon mal neben die Pumpe setzen. Machen wir einen links, einen rechts. So. Du, rechter Entscheider, guckst dir an, wie hoch ist denn jetzt hier Refined Syngas? Und falls wir einen Mangel an Refined Syngas haben, wenn das hier tatsächlich, sagen wir mal, kleiner als 10.000 wird, dann haben wir so eine ungefähr eine Drittelung. Unter einem Drittel Füllstand füllt er von oben nach, zwischen ein und zwei Drittel füllt er von unten nach und das letzte Drittel wird gar nicht gefüllt. Vielleicht, also wenn, doch, wird eventuell gefüllt, wenn wir einen Überlauf haben, wenn wir zu viele Kondensdestillates haben. Ja. So, achso, genau, das Output ist dann nehmen wir mal Signal R für Refined Syngas. Wird auf 1 gesetzt. Du hier guckst nach, wie viel Kondensdestillates haben wir. Und falls die größer sind als 20.000? Ja. Wenn die größer sind als 20.000, dann dürfen die Condensed Distillates auch mit gutem Gewissen verwandelt werden in Refined Syngas. Ne, das brauche ich nicht. Ich brauche Kabel. Achso, natürlich R, auch das Signal R. Das ist der Sinn von dem Ganzen, dass wir zwei verschiedene Eingangsmaterialien zu einem und demselben Ausgangssignal bringen. Und wenn eins von diesen beiden, also eine Oder-Verknüpfung, erfüllt ist, also wenn R größer als 0 ist, dann schaltest du ein. Und der braucht jetzt noch das Signal von oben. Jetzt ist die Frage, ob wir das bei den anderen Sachen auch so machen sollen. Jetzt haben wir noch normales Syngas. Und da könnten wir das gleiche Prinzip auch machen. Wir machen doch auch noch normales Syngas hier, ne? Nee, also ja, wir haben noch, doch hätten wir noch über. Aber das möchte ich dafür nicht verwenden. Nee, okay, wir bleiben mal bei dem Syngas, so wie es hier eingestellt ist. Tja. Ob das jetzt sinnvoll ist, das zuerst oder das andere zuerst zu machen, weiß ich nicht. Hier bei Aromaten haben wir das schon gemacht. Die Pumpe macht hier draus nur Aromate, wenn wir einen Aromatemangel haben. Ja,
Aber da, auch da sollten wir nochmal gucken, wenn wir einen Überschuss an Destillaten haben, könnten wir auch hier was ins System pumpen. Zwei von denen. Und ich habe hier eine ganze Menge Müll eingesammelt. Durch das Kopieren. Das lassen wir gerade nochmal. Das kann ich vielleicht nochmal ins Blaupausenbuch einarbeiten. So. Jetzt nehmen wir dich mal hier hin und dahin. Und ja, im Prinzip muss ich jetzt von da darüber. Und hier dürfen wir jetzt aber nicht die gleiche Zahl nehmen. Also wir dürfen schon, aber wir sollten vielleicht nicht die gleiche Zahl nehmen wie bei dem anderen. Sondern Aromate haben für mich die niedrigste Priorität dann. Weil wir da sowieso hier immer das Problem hatten, wir müssen den Überschuss machen wir dann zu Raw Coal und sowas. Das heißt, da könnten wir vielleicht sagen, wenn wir über 25.000 sind. Eben hatten wir 20.000 gesagt. Hier über 25.000 machen wir. So. Das heißt, die höchste Priorität hat tatsächlich das einfache Syngas aus diesen Condensed Distillates. An Position 2 dann Refined Syngas und an Position 3 die Aromate. Hier bei dem Bei dem normalen Syngas haben wir ja auch nur das hier. Da haben wir jetzt keine weitere Produktionsstätte. Und hier haben wir ja noch eine Alternative. Und bei den Aromaten haben wir auch eine Alternative, meine ich. So, das heißt, das staut sich aber trotzdem nicht. Ich gucke trotzdem mal, was machen wir mit diesem Syngas überhaupt? Ist das sinnvoll, dass hier so verwenden. Das ist da, da, alles geht darüber, dahin, dahin. Ach so, genau, das brauchen wir, um uns, nee, oder, nee, wir erzeugen da auch nochmal Syngas. Ja. Da brauchen wir nicht mehr hoch. Da machen wir haben Light Oil übrig. Das sieht jetzt zwar so aus, als hätten wir es nicht übrig, aber hier wird noch reingepumpt, was wir übrig haben. Irgendwo wird hier Light Oil weggepumpt. Okay, das heißt, wir haben da eine Produktionsstätte für Syngas, aber wir haben ja auch eine. Ach, hier ist nochmal so eine mit Condensed Distillates. Der hier aber nichts tut. Ah ja, der. Der springt nur dann an, wenn wir auch, wenn wir Condensed Distillates über 20.000 haben. Ne, dann machen wir hier auch, dann machen wir hier sogar mal. Eben hatten wir 25.000. Was ist denn jetzt das letzte? Das heißt, wir haben jetzt vier Prioritäten. Priorität 1 Syngas, 2 Refined Syngas, 3 Aromate und 4 nochmal zusätzlich Syngas. Damit kann ich leben. So, und jetzt müssen wir trotzdem noch das Rohr verbinden. Achso, du willst auch noch Strom haben. Ja. So, jetzt im Moment ist, sagt die Pumpe, der will nicht. Ja. Ja, weil hier auch voll ist. Ja, das ist klar.
Ist das... Das... Ja, doch, da ist mit verbunden. Und... Es ist noch Blödsinn. Wir machen doch das Refined Syngas nicht nur hierfür, oder? Jetzt muss ich mal gucken, das hat doch bestimmt noch einen anderen... Nee, doch da, da geht's hoch und dann... Da, nach rechts gibt's nämlich auch noch, ja, ja, ja. Nee, nee, ist okay. Aber das heißt, dann passt es ja mit der Pumpe nicht, warte, das ist ja blöd. Weil dann kriegen wir von unten ja nichts nach oben. Das hier ist im Prinzip wurscht egal. Und das hier ist jetzt da eher doof. Ich muss nochmal gucken. Das Refined Syngas. Wo bin ich denn jetzt? Da. Wofür verwenden wir das? Fließt das ins Hauptsystem oder? Also es geht da zum Bahnhof, okay. Ja. Das heißt, wir brauchen es eigentlich kaum. Ohnehin. Also müssen wir es umdrehen. Der weg. Dass wir den Tank verbinden? Nee. Der Tank ist hier ein bisschen doof. Also ich lasse ihn jetzt da, aber ich brauche da oben noch einen anderen Tank. Und dann noch eine Pumpe. Das ist jetzt mal ein bisschen komisch. So. Ganz gefällt mir das noch nicht, wenn ich jetzt den Tank nur so setzen. Da kann ich ihn nicht hinsetzen. Oder doch? Doch, das geht. Aber ich muss es doch genau anders machen. So. Dann muss der Tank auch nach oben. Sorry, ich muss jetzt gerade was vernichten. Teuer. So. So, hier links ist jetzt das von den Raffinerien hier. Also, Entschuldigung, die Pumpe ist ja schon da. Und da brauchen wir jetzt die Decider. Das hier ist dann wegzunehmen.
das ist der Ausgang von dem Ganzen. So. Der Ausgang kann ruhig damit ran. Genau, mit der Pumpe ist trotzdem gut. Aber das hier ist an der falschen Stelle. So, hier ist nämlich. Jetzt haben wir quasi hier unsere Anlage mit Verbrauch und so weiter. Und wir haben zwei Zuläufe: ein Zulauf von Süden. Da sorgt die Pumpe dafür, dass der hier nicht alles vollstopft. Und ein Zulauf von diesen vier Anlagen hier. Der geht da rein, da sorgt die Pumpe dafür, dass die nicht alles vollstopfen. Wo sind meine Decider da? So, das Ding mit den beiden verbunden. Das wird mit dem Hinterteil da verbunden. Das brauche ich jetzt noch einen Strommast. Also da ist schon einer, genau. Dahin. Dahin. So, dann haben wir hier R wird gleich 1. Und wir wollen Refined Syngas. Kleiner als 10.000 hat man gesagt. Hier auch. Oder ich kopiere mal eben. So. Und hier ist es dann. Nee. Condensed. Distillates größer als 20.000 R gleich 1 und hier haben wir gesagt R größer 0. Strom. Bin ich nochmal neugierig, dieser Bahnhof, wird der überhaupt, ja doch, der wird benutzt, ja. Von 3 Zügen sogar. Das ist also unsere Hauptversorgung für Refined Syngas. So sieht das momentan jedenfalls aus. Gut, haben wir das also schon mal gestärkt in der Produktionskapazität hier. Und stabilisiert in der Regelung. Oder irgendwas kaputt gemacht, kann auch sein. So, jetzt pumpt der nicht. Weil hier noch einiges drin ist. Und wir hier auch keinen Überschuss haben. Ne, ist okay. Prima. Dann jetzt aber doch das Rohr nach unten verbinden. Wir haben ja auch erst 25 Minuten auf der Uhr. Sind wir genau auf der Fließbandseite, was ganz praktisch ist. Achso, beziehungsweise wir können sogar noch ein Stückchen weiter, weil das ja nicht mehr gebraucht wird. So. Ich könnte ihn jetzt mitnehmen. Ja, komm. Oh, das ist schlecht, das darf ich nicht einfach so machen. Genauso wie hier.
reicht aber auch so. Ja, nicht auf dem Weg, muss nicht sein. Und irgendwie kommen wir doch jetzt hier schon an. Das ist jetzt ein bisschen her, dass ich diese andere Aufnahme hatte. Aber irgendwo hier. Das ist Methanol, das ist aber nicht das, was ich wollte. Nee, nee, das ist was anderes. Achso, nee, ich bin tiefer, genau. Da bin ich abgeknickt. Da rüber, rüber, rüber. Bis hierhin. Ja, ist okay. Dann kann ich sogar hier abknicken. So rum. Darüber vielleicht. Wobei noch ein weiter links. Sonst muss ich ja wieder auf dem Weg bauen. Ja, bis da, dann kann ich auch da bauen. Dann bin ich nämlich genau auf der Höhe wie das andere Rohr. Und das mag ich ja mal gerne, wenn Rohre auf derselben Linie verlaufen, auf derselben Höhe. So. Ja, eigentlich muss ich da doch, genau, da habe ich noch einen vergessen. So. Oh ne, ich habe keine Lust, dass ihr jetzt ein. Da kann ich 5 Minuten, 10 Minuten warten, bis ihr da alle mal durch seid und mir Sachen geliefert habt. Ich würde zu gern sehen, was die hier für einen Auftrag haben, warum die hier runtergedüst sind. Naja. Ah, Drillheads sind inzwischen eingetroffen, sehr schön. Aber doch werden hier schon aufs Band gelegt, wunderbar. Das heißt, es müsste jetzt eigentlich auch Erdgas vorhanden sein. Hier fehlt immer noch der Pump-Jack, der Pump-Jack. So, und euch, ach ja, hier ist noch so viel zu tun. Hier fehlen ja auch die ganzen Rohrleitungen noch. Die kommen im Verlauf der nächsten Stunden, werden die hier angeliefert. Kohlendioxid hatten wir, Wasser hatten wir. Das hatten wir jetzt. Es fehlt noch irgendwo ein Feststoff, meine ich. Molybden, meine ich. Muss noch irgendwo hin. Und wir müssen die Entsorgung von dem Flugas machen. Und wir haben doch kein Erdgas hier. Achso, ja genau, die brauchen wir mit Molybden. Und heiße Luft. Naja. Mach hier doch nochmal ein bisschen mehr Platz, weil ich hier doch vielleicht öfter mal rumgehe.
Tja, warte mal. Molybden, würde ich sagen, können die dann ruhig von links nehmen. Das sieht zwar ein bisschen eng aus, aber das passt. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Von wo das denn kommt? Ja, zwangsläufig von oben. So, das habe ich wahrscheinlich nicht vorrätig hier, ne? Also neue Haltestelle und hier. Ich werde das erstmal nur einseitig belegen. Wir brauchen bestimmt noch was anderes, was da auch lang gehen kann. So. Eigentlich ist hier ja frei. Oder ich will erstmal sehen, dass das Lagerhaus dahin passt. Ja. Oh, ich glaube, ich habe das Lagerhaus auch gar nicht begrenzt. So, haben wir Molybden da einseitig. Oh wei. Da können wir viel nach Gas bohren. Oder, auch das ist eigentlich noch viel zu viel. Warte mal. Nehmen wir nur die Hälfte. Nee, 5 rein und dann ist. Gut, dann können wir das, die Einstellung da kopieren. So.
Gua. Anlieferung. Molybdän. Platten. Molyb. Okay, habe ich ohne Platten genannt. Ne, doch, habe ich hier mit Platten genannt. Molybdän-Abholung, Molybdän-Platten. Gua-Anlieferung, Molybdän-Platten. Full. Empty. Jeweils mit Wartezeit. Zur Stauvermeidung. Zwischenstopp beim Fuel. Jetzt nur für die erste Fahrt, damit ich die jetzt nicht vollpacken muss mit Brennstoff. So. Und auch du wirst nicht komplett gefüllt, klar. So, haben wir das nächste. Was fehlt noch? Also heiße Luft, ja. Dann nichts. Da auch nichts. Da müssen wir das Acidgas noch loswerden. Also heiße Luft und Acidgas. Der Rest passt so. Und ein Strommast. Genau, Filter habe ich ja schon welche gebaut. Aber nur 6 Stück meine ich, ne? Ja, genau. Also ich kann jetzt noch mehr Filter bauen. Hätten wir 8. Die machen dann Asche. Ich würde die 4 schon gerne nebeneinander kriegen. So an. 2 wäre Minimum. Aber ich mache jetzt noch mal ein bisschen Abstand, sonst wird mir das hier zu eng. Nochmal 2. Ja, komm. So. Hier brauchen wir einen Abstand nur. So sollte es passen. So. Nee, Fluggas natürlich hier von den Seiten so rum. So. Und Mitte habe ich natürlich falsch gemacht. 3. Das war das Fließband dazwischen mit der Asche, ne? Wahrscheinlich nach oben. Ganz sicher bin ich mir da noch nicht. Kann man denn ja ändern. So. Das Ganze mal 4. Ja. 2, 3, 4. Weil ich glaube, die brauchen 300 ungefähr. Ja, jetzt in diesem Fall 200 pro Sekunde. Aber die gibt es ja nochmal in Blau, dann die Filter. So. Und dann ist hier so eine schöne Lücke.
Da kannst du dir genau da das Fluggas wegnehmen. Merkt keiner, dass ich den Strommast weggenommen habe. Und du... Könnte ich auch hier unten machen, kann ich aber auch... Da ist es nicht so toll. Deswegen, sonst mache ich das einfach hier. Asche ist 4 pro Sekunde. Das schafft ein Fast Inserter. Sogar jetzt schon. Jo, und Asche meine ich, haben wir doch bestimmt hier schon einen Bahnhof, oder? Hätte ich so gedacht, aber hier nicht. So jetzt Gua oder Solar. Gua, Abholung Ash ist da. Hab ich eben übersehen. Weil es leer ist, ne? Ja. Könnte, ja, hier durch ist blöd. Dadurch kann ich mir vorstellen. Ja. Komm, das Stückchen begradige ich noch eben. So. Also da will ich durch, genau. Mal schauen.
So, eben gucken, ob das jetzt auch das Ascheband war. Und eventuell das sowieso jetzt rot machen. Ich glaube schon, dass das Ascheband ist. So, dann bleibt die Frage, stellen wir hier noch irgendwie Fluggas her? Wahrscheinlich nicht. In der ganzen Gegend. Also gibt es hier Abnehmer für Fluggas? Oh, hier geht es aber ganz schön zur Sache. Und so. Es wird auch Asche produziert, guck mal an. Aber die Asche geht in Verbrenner, warum? Hä? Wir haben doch gerade das Ascheband gefunden. Warum geht das in Verbrenner? Hier ist unser schönes Ascheband. Weil sich das hier staut, aus irgendeinem Grund. Das ein Baufehler. Ich habe das irgendwann mal erweitert hier. Und dann, oh, wie viel habt ihr schon vernichtet von meiner guten Asche? 27.000! Ist klar. Zeug. Würde nicht ganz reichen mit den 20 Bändern da oder mit den 12, die ich jetzt noch habe. Ja. Ein zum Zug. Nachholen. Das noch. Das noch. Blei, komischerweise. Das ist okay. Genau. Rohre nochmal nachbauen. 1, 2, 3. Plastik nachholen. Also kein Plastik mehr da. Okay. Hier hätte ich noch rote Bänder gehabt, ja. Ich mache nochmal drei Stück mit. So, die Asche loswerden, die ich noch in der Tasche habe. Immer das jetzt einheitlich. Ist zwar unlogisch, aber so ist das halt. Oh.
Wunderbar. Asche ist entsorgt. Jetzt müssen wir uns um Acid kümmern, hier um Acid-Gas. Da brauchen wir Chemiewerke. Ach, und auch Wasser. Da können wir auch unser Wasser loswerden. Ja. Ah, 26 Stück im Ernst. Boah. Und hier habe ich 450. Was mache ich mit dem Rest? Achso, das war ja auch nur so eine grobe Schätzung oder so, ja. Das heißt, 350 sind 26 geteilt durch 7. 26 durch 7 ist ein bisschen blöd. Sind ja, knapp 4 mal 9 sind 36. Auf 300. So. 33 Dinger. Und 32 wäre auf jeden Fall zu wenig. 32 ist halt eine schönere Zahl, würde ich gerne nehmen. So, jetzt brauchen wir Schwefel, einen Anschluss für Schwefelsäure. Und den kommt übrigens gerade, wunderbar. Sieht nicht so aus. Ich guck noch mal hier, also hier beim Öl habe ich auf jeden Fall Schwefelsäure. Mal gucken, wo das hingeht. Mal hier. Und noch rappelvoll. Ich kann gar keine Schwefelsäure gebrauchen irgendwie. Geht schon nach hier runter. Ach so, da wegen Uranabbau, genau. Nur mit dem Uranabbau kriege ich aber meine Schwefelsäure da nicht weg. Ich warte noch mal eben ab. Es kann sein, dass es vielleicht für mich doch günstiger ist, jetzt Schwefel daraus herzustellen, aber das ist auch Verschwendung. ...290 ist auch eine Zahl, die man mit dem Zug wegbringen kann.
Ah ja, beim Plastik, genau. Ich denke, wir machen das. Ja, wir müssen es hier anschließen. Wir müssen es mit dem oberen Schwefelkram verbinden und der obere, der darf halt nicht so viel produzieren. Bleibt dabei. Chemiewerk habe ich jetzt halt nicht da. Wenn, dann würde ich die auch da drunter bauen, würde ich sagen. Ich warte mit den Rohren gerade nochmal eben 1, 2, 3. Das dauert sonst zu lange, bis die fertig sind. Die machen wir dann 1, 2, 3 im Anschluss. So, wo ist jetzt mein Acid-Gas geblieben? Da. Dieses Rohr hier. Das würde ich. So. Noch einen weiter. Und da kommen dann die Chemiewerke dran. Brauchen wir dafür zwei Flüssigkeiten? Nee, eher doch zwei Flüssigkeiten. Das heißt, wir müssen die ganz weit auseinander, also jeweils mit einer Lücke bauen. Ist jetzt das erste Mal fertig? Nee. Noch einen Augenblick. Und Wasser hätten wir da. Dass diese, selbst wenn das hier mit dem Wasser nicht reicht, das ist jetzt mit den anderen Wasserleitungen verbunden. Die füllen mir dann was nach, wenn jetzt hier zu wenig drin sein sollte. Das ist schon okay so.